Mit dem Erscheinen des deutschen Tiger II auf den Schlachtfeldern entwickelten die Amerikaner einen schweren Panzer, der dem Königstiger Konkurrenz machen sollte. Der T-29 war ein Prototyp eines schweren Panzers, dessen Produktion im März 1944 begann. Mit einer 105mm Kanone, einem Gewicht von 60 Tonnen und einer 279mm Frontpanzerung des Turms war er dem Tiger II technisch überlegen. Der T-29 wurde bald darauf durch den T-30 ersetzt, einen fortschrittlicheren Panzer mit einer 155mm Kanone, einem geänderten Motor und einem zusätzlichen automatischen System zum Laden der Munition. Der T-29 und der T-30 sollten 1945 in den Kampf gehen. Der Krieg endete jedoch noch im selben Jahr und die amerikanischen schweren Panzer hatten kaum Gelegenheit, ihre Leistungsfähigkeit im Kampf zu beweisen.